Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online. Heute nochmal mit einer Sniper. Ich weiß, warum diese Waffe hat gerade doppelt, aber naja. Und zwar mit dem Eigenzielkonzentrator. Im Gegensatz zu den normalen Konzentratoren hat dieser ein kleines Zielfernrohr eingebaut. Als Sekundärwaffe gibt es den Sprinkler und als Spezial die Heulboje. Mal sehen, ob ich jemanden schon treffe. Ich glaube aber eher nicht. So, das ist der Konzentrator, der sich schnell auflädt, aber gleichzeitig noch eine hohe Reichweite hat. Das Gegenstück wäre sozusagen Zilliliter oder sowas in der Art. Und ja, warum habe ich jetzt Sniper direkt zweimal genommen, obwohl es meine Hasswaffenart ist? Ganz einfach. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen geübt. Ich will noch weiter üben. Und mit dem Zilliliter kann ich jetzt auch schon was. Warum dann nicht mal mit kurz schießenden Snipern üben? Mein Ziel im Schnellkampf ist jetzt erstmal einfärben, nicht auf Gegner drauf gehen. Oder auch komm, mit der Heulboje kann man es mal machen. Komm. Es ist einfacher, Gegner zu killen, aber man hat halt nur im begrenztes Sichtfeld. Das ist der große Nachteil. Und mit dem Sprinkler kann ich halt auch noch zusätzlich irgendwo was hinpappen. Was das dann anschließend recht gut einfärbt. Ja. Mit einer neutralen KD wäre ich jetzt erstmal zufrieden. Positiv natürlich immer gerne. Und der Sprinkler da macht absolut keinen Sinn. Ja, ich kann mich halt nicht schnell fortbewegen, aber ich kann flüchten. Sieht aus wie ein totaler Schisser, bin totaler Schisser und bin jetzt offiziell gut mit der Heulboje. Yay, positive KD. Ja doch, positiv, bin noch nicht draufgegangen. Sehr schön. Ist da unten jemand? Die Sache ist halt, hinten ist man recht ungedeckt bei den Zielkonzentratoren. Was den normalen halt besser macht. Von der Punktzahl her will ich jetzt hier nicht meckern. Ich weiß nicht, gerade... Alles klar! Ach so. Ich dachte schon von der Granate. Ja, neutrale KD. Schatte, Schatte. Naja. Gibt Schlimmeres. Immer schön die Langsträhle benutzen, weil das ist einer der wenigen Snipern, wo das mal ausnahmsweise Sinn macht. So, der Sprinkler tut auch sein Übriges. Das war knapp! Und ja, wir haben verloren. Ich sehe es schon auf der Karte. Knapp! Doch gar nicht so knapp. Wow, über 10%. Hätte ich jetzt nicht gedacht. An mir kann es nicht gelegen haben. Neutrale KD, 889 Punkte. Ist doch okay. Hm. Yay, knapp vor Stufe 38. Und eine zweite Runde Revierkampf. Diesmal auf der anderen Map. Und ich würde mal sagen, hier sind Sniper besser geeignet als auf der anderen. Da gab es halt keine Posis. Oh nein. Ein Zilliliter 3 KSE. Oder ist überhaupt der SE gewesen? Nach Schissruf. Ist auf jeden Fall ein Eliter. Ein Zilliliter. So, man kann hier halt so cool runterschießen erstmal. Zack. Wow. Da kann einer ganz schön schnell Spezialattacken aufladen. Da soll... Wow! Ich sag gerade nur wow! Fast ein gesamtes Team ausgelöscht. Mit einer simplen Heulboje. Mit einer Heulboje. Wer fällt da heutzutage bitte schon noch drauf rein? Also da bin ich jetzt ein bisschen fassungslos, wie schlecht mein Gegnerteam ist. Wenn da einer reinläuft, okay, zwei ist ein Weltwunder. Drei.
Meine Fräse. Ja. Darunter will ich jetzt eigentlich nicht. Wow, bin immer noch fassungslos. Ja, jedenfalls mit einer Heuboje getötet zu werden, ist schon fast so schlimm wie mit einem Sprinkler. Obwohl, mit der Heuboje getötet werden ist auch nichts arg Neues bei mir. Naja. Oh. Da ist wohl ein Sniper. Das war meiner. Der Elita lädt nämlich extrem langsam auf, deswegen ist er so träge. Und andere Snipers sind gegen ihn nur mal im Nahkampf dann wiederum besser bedacht. Treffer. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was dazugelernt. Und der Tintitan wohl nicht. Wow, wenn man da an der Seite schon runterfällt. Die Punkte um den Start sind übrigens immer sichere Punkte. Die können nicht umgefärbt werden. Da ist die Spawn-Barriere. Deswegen die auf jeden Fall immer mitnehmen. Fick dich. Hallo. Ja, mit so einer Sepitox drin, da kann ich halt wenig machen. Och, jetzt kommt! Was soll ich denn da machen, wenn ihr mich immer mit Sepitox voll spammt? Flüchten kann ich da auch schlecht. So, die Punktzahl in dieser Runde ist schlechter. Ein fünftes Weltwunder ist geschehen. Oder nee, das achte Weltwunder. Und sonst war jetzt nichts allzu Besonderes in der Runde. Ich habe jemanden getroffen. Ist das nicht auch was? Ja, ne? Naja, Sniper sind eigentlich für den Rangkampf gedacht. Deswegen geht es da jetzt auch noch für eine Runde hin. Auch wenn meine Skills jetzt nicht allzu gut sind im Rangkampf. Mit einer Sniper. Hallo, und die Steinkühlergrube wäre mir hier auf jeden Fall lieber gewesen. Aber dann wurde es halt das Mahimari-Resort und ich bin auch nicht der Typ, der dann extra diese Runde rausschneidet, nur weil es die Map ist, die man nicht will. Nein, das bin nicht ich. Hier kann man im Übrigen auch abkürzen. Machen die meisten nie. Geht aber. So, das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist meine Heuboje voll, um das 9. Weltwunder zu vollführen. Schade, nicht mal eingekriegt. Also es ist das 2. Weltwunder. Muss das jetzt hier ernsthaft sein? Also ich bin schon echt gut, wenn ich genau auf eine Klecksbombe drauf springe. Ne, muss man schon sagen. Und meine Aufgabe ist es eher, sich bei uns hier hinzukämpfen und dann hier irgendwie den Turm immer aufzuhalten, wenn die Gegner rüberkommen. Das kann man als Fernsniper schon ganz gut machen, aber wow. Das Problem ist halt, ja. Ja, wo ist eigentlich das Problem? Ja, ich habe einen gekriegt. Halleluja, bin ich gut. Halleluja, der kann mich von hier aus treffen. What the fuck? Jetzt soll ich mich vielleicht mal an den gegnerischen Sniper ein bisschen ranschleichen. Wow. Bei mir, wenn auf die Mitte zielt, zählt das immer komischerweise. Bullshit. Nein! Wieso macht der Gegner gerade Punkte? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Ja. Einmal kurz drauf, dann geht der Turm bis zur Mitte automatisch zurück. Das ist immer so. Und ich weiß, dass ich eigentlich nicht in den Rangkampf gehen sollte mit Waffen, die mir nicht liegen, aber ich habe gesagt, ich spiele jede Waffe mindestens einmal. Erstmal. Für so, das sind, sollten die ersten 70 Parts etwa sein. Und danach, ja, spielen wir halt so weiter. Was wir tun, macht Spaß. Ich will 1000 Parts voll kriegen hier in dem Spiel.
1000 Parts sind mein Minimum und ich gehe jetzt mal mit auf den Turm, weil was die meisten nicht wissen, kleiner Insider-Tipp, wenn mehr Leute auf dem Turm sind, bewegt sich der Turm schneller. Bei allen Leuten drauf verdoppelt sich die Geschwindigkeit sogar. Wissen die meisten gar nicht. Die meisten stellen immer eine Person drauf und denken dann, ja, die anderen können sich ja drumherum kümmern. Nix da. Der Turm bewegt sich schneller mit mehr Leuten drauf. Müsst ihr mal beobachten. Das ist kein Spaten übrigens. Das meine ich ernst. Hi Turm. Wie geht's dir so? Boah, ich bin gerade zu inkompetent, jemanden zu treffen. Man kann sich übrigens bewegen, während man die hohe Boje absendet. Das war mein Sprinkler. RIP. Ruhe ein Stückchen. Ich bin zu inkompetent, auch nur einen einzigen Typen zu treffen heute. Naja. Müsste witzig sein zum Zuschauen, also scheiß drauf. Und sagen wir, wir gewinnen. Interessiert mich das eigentlich ein Shit-Dreck. Außerdem lädt sich hier die Heuboje recht schnell voll. Ich bin ein Held. Übrigens, dieses Ding, was man, wenn man Stefano abschießt, in der Hand hält, das soll an ein Video-Gamepad erinnern. Easter Eggs. Confirmed. Ich treffe nicht mal dieses scheiß andere Ding. Yay. Das. War knapp. Ich depp. Skill. Da ist wieder der Profi. So, Turm jetzt schnell drauf. Die letzten 5 Sekunden hier beharren. 3, 2, 1 und gewonnen. Ich mag die Musik, wenn man auf dem Turm drauf ist. Ja, ist immer das gleiche, so eine Art Fahrstuhlmusik. Naja, wie ihr gesehen habt, ich kann als Sniper gar nichts. 3-4 KD, wow, ist das miserabel. Immerhin Rang A minus 60 Punkte, läuft so langsam. Und da war Stufe 38. Ja, ein schönes Ende für ein Part. Bis zum nächsten Mal und tschüss!